super. Einfach nur super gemacht. EBM Harbst ist Familie und ist für die Region da. Ich denke mal, das ist mehr wie Arbeiten hier. Man sieht, das sind Leute, die sind Freunde. Überall gibt es Nachwuchskräftemangel, den spüren wir auch. Und wenn wir uns als Arbeitgeber hier attraktiv präsentieren können, ja, so what, das ist doch für die Region super. Für mich ist ja ein besonderer Tag, weil ja auch ein bisschen mein Abschied heute beginnt. Und es war einfach nur toll. Immer wieder ein tolles Ereignis. Man trifft Menschen, die man jetzt auch Corona-bedingt schon lange nicht mehr gesehen hat. Mein Highlight heute war, in so viele begeisternde Gesichter schauen zu dürfen. Das Essen bisher. Gute Essen, die Atmosphäre. Zu sehen, wie viele Menschen hier total glücklich sind. Zusammenkommen mit den Kollegen. Highlight war die Eisenbahn für die Kinder heute. Also die Lokomotive da fährt, das war schön. Doch. Dass EBM Papst die Tore aufgemacht hat, dass man wirklich mal in die Halle reinschauen konnte. Der Stolz der Mitarbeitenden, wenn sie den Familienangehörigen ihren Arbeitsplatz zeigen. EBM Papst wünsche ich für die Zukunft alles Gute, Wachstum. Erfolgreiche Jahre und dass es weiterhin so familiär und mit viel Spaß weitergeht. Nochmal 60 Jahre und dann treffen wir uns hier wieder. Wachstum, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz haben. Was ganz wichtig ist, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Viele Mitarbeiter aus der Region, dass sie noch mehr einstellen. Man merkt einfach auch, wie viel oder wie sehr sich die Mitarbeiter mit dem Konzern oder mit der Firma identifizieren und eben im Papst auch leben. Also absolut. Also ich denke, die Mitarbeiter werden noch Tage, Wochen und Monate davon sprechen. Es ist unglaublich wichtig, weil das macht eben auch das Unternehmen aus. Und ich glaube, EBM Papst kann feiern. Und das gehört neben der Arbeit auch dazu.